Schön, dass Sie reingeklickt haben zum neuen Beitrag im Adventskalender vom Kirchenkreis Ranzow-Münsterdorf. Der heutige Beitrag kommt vom Diakonischen Werk Ranzow-Münsterdorf und es geht ein bisschen um die Frage, was trägt uns? Was trägt uns in unserem Leben und was trägt uns in der Adventszeit? Und in diesem Jahr auch ganz besonders, was trägt uns durch diese schweren Zeiten? Wir sind in den letzten Monaten in der Diakonie immer wieder und immer wieder verstärkt mit der Frage konfrontiert worden, was gibt uns Halt und wie können wir angesichts der momentanen Situation unser Leben gestalten. Vieles ist weggefallen, was gerade die tragende Kraft im Leben ausmacht, die sozialen Kontakte, das menschliche Miteinander. In den Beratungen arbeiten wir viel mit den Menschen, sprechen viel mit den Menschen, wie Leben im Moment gelingen kann. Da ist ganz viel Professionalität dabei, da ist ganz viel Beratung dabei, da ist Hilfestellung dabei. Und neben der ganzen Professionalität, neben dem Ganzen, was an Methoden uns helfen kann, gibt es auch immer wieder etwas, was vielleicht ein bisschen darüber liegt, dazwischen. Eine tragende Kraft, die nicht immer sofort erkennbar ist und klar ist. Davon handelt die Geschichte zum heutigen Tag. Opa, machen wir ein Spiel? Fragte Lina ihren Opa Andi, als sie beide auf dem Weg zum Tierpark waren. Dann ist der Weg nicht so langweilig, fügte sie hinzu. Also gut, was für ein Spiel machen wir? Wollte Opa wissen. Es heißt Frage und Antwort. Pass auf, es geht so. Ich sage ein Wort und du erzählst mir deinen ersten Gedanken dazu. Danach sagst du ein Wort und ich sage was dazu. Okay? Gut, fangen wir an. Opa schaut auf seine Armbanduhr. Der Bus muss gleich kommen. Wir nehmen die 5. Und dann fahren wir ein Stück, den Rest laufen wir. Das gefiel Lina. Doch zuerst wollte sie spielen. Hier ist mein erstes Wort, Opa. Es heißt Weihnachten. Opa dachte kurz nach, aber wirklich nur ganz kurz. Und dann sagte er, Weihnachtsbaum und Sauerbraten. Lina kicherte. Du denkst immer nur ans Essen, Opa. Jetzt dein Wort. Adventskranz, sagte Opa und schaute Lina erwartungsvoll an. Rund mit 4 Kerzen, antwortete Lina. Warum ist ein Adventskranz eigentlich rund, wollte sie wissen. Opa hatte mit der Frage gerechnet, wie es schien. Das Runde ist das Zeichen für Unendlichkeit. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, erklärte er. Verstehe ich nicht. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Mit großen Augen sah Lina ihren Großvater an. Die Liebe Gottes zu den Menschen ist unendlich. Das war so und es wird immer so bleiben. Das ist Unendlichkeit. Lina überlegte einen Augenblick, dann strahlte sie. Wie bei einem Schwimmring, posaunte sie hinaus. Mein Schwimmring hat auch keinen Anfang und kein Ende und er trägt mich durch das Wasser. Nun strahlte auch Opa Andi. So ein kluges Kind war seine Enkelin. Stimmt, genau. Und so wie dich dein Schwimmring trägt, trägt uns auch die Liebe Gottes. Immer, sagte Lina und schob ihre Hand in die ihres Großvaters. Immer, sagte Opa und drückte die kleine Hand liebevoll. Das ist eine Geschichte von Regine Meyer-Zufferl. Und auch wenn wir es manchmal nicht spüren, wenn wir manchmal denken, die Wellen schlagen hoch und wir in dem Augenblick nicht mehr genau wissen, was uns eigentlich trägt, so sind es die Beziehungen, so sind es die Mitmenschen, die uns tragen. Und so ist es, wenn wir gerade mal nicht mehr richtig schwimmen können. Gerade wenn uns der Boden unter den Füßen hinweggleitet. Vielleicht noch etwas, was wir erst merken, wenn es richtig schwierig wird. Und so wünsche ich euch allen, dass der Schwimmring euch trägt. Trägt in dieser Zeit, in der Adventszeit, in das neue Jahr hinein, dass er euch über Wasser hält, dass ihr Luft zum Atmen habt
und dass ihr die Liebe Gottes spürt, die euch durch diese Zeit tragen kann. Und vielleicht denkt ihr nächstes Mal, wenn ihr den Adventskranz seht, ein bisschen an den Schwimmring von Lina und die Liebe Gottes, die uns durch das Leben trägt. In dem Sinne, eine wundervolle, schöne Adventszeit.